mit 71 aussehen wie 35. Wünschen sich vielleicht viele, geht aber eigentlich nicht. Und zwar Frau Pekkan, eine türkische Popsängerin, die weiß sehr gut, wie das geht. Und eine deutsche Seniorin hat für uns jetzt das Experiment gemacht und sich verjüngen lassen. Und das ist sie, Sängerin Ajda Pekkan, 71 Jahre alt. Als Oma geht sie irgendwie mal so gar nicht durch. Ihre Hauptbeschäftigungen? Singen, tanzen, für Instagram-Fotos posen und performen. Ja, diese Frau ist tatsächlich 1946 geboren und 1980 schon beim Grand Prix de la Chanson aufgetreten. Bekannt ist sie hierzulande kaum, also sind wir mal gemein und lassen sie auf der Straße schätzen. Die Dame, oh so, und die 40? Ich würde sagen um die 50, Ende 40. 30, 35? Ja. 40. Das ist Helene-mäßig, in den 30er. Mitte 40. Bis 71. Glaube ich nicht. Oh, ja. Gut gehalten, die Frau. Ja. Was? Wie sehe ich aus? Ich bin so alt und die soll so alt sein? Das Nimmel war der Unterschied. Die Creme hätte ich gern. Okay. Wie aber ist so etwas möglich? Wir fragen Anke und Bernd Klesper in der Hamburger Beauty-Klinik an der Alster. Wenn sie operativ nachgeholfen hat, wie wir ja vermuten, dass es am Näschen ein bisschen was gemacht worden ist, dezent, eine Oberlidplastik sicherlich oder auch Botox-Therapie. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich eine Art hormonelle Unterstützungstherapie, was bei diesem schönen, straffen Hautbild eigentlich immer zugrunde liegt. Gut, halten wir fest. Vom vielen Wassertrinken kommt das jugendliche Aussehen der 71-Jährigen nicht. Die Medizin scheint einen großen Teil dazu beigetragen zu haben. Wir wollen ein kleines Experiment starten und nehmen eine Dame im ähnlichen Alter. Hannelore Ley, 68, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes wegen ihres Engagements für bedürftige Kinder. Na, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht erkenne ich mich von vor 20 Jahren wieder. Ich habe ja auch Fotos aus der Zeit von vor 20 Jahren. Die können wir dann mal nebeneinander legen. Unser Versuch. Können wir unsere knapp 70-jährige Protagonistin mit einem Fotografen und einer Visagistin um 30 Jahre für Fotos verjüngen? Also ich versuche natürlich jetzt hier zum Beispiel die Nasolabialfalte ein bisschen aufzuhellen, weil wir dadurch, wie soll ich das sagen, das Gesicht schon mal frischer machen. Wenn ich das jetzt dunkler machen würde, würde ich einen Menschen zum Beispiel ein bisschen älter bekommen. Auf einem 30 Jahre alten Foto sieht man die junge, schöne Hannelore. Aber der faltenfreien Zeit hinterher zu trauern, kommt für sie nicht in Frage. Mimikfalten gehören zum Leben dazu. Und wenn sie ganz und gar weg sind, wegoperiert sind und gar nicht wiederkommen können, dann ist das nicht mehr die Person, die eigentlich sich so entwickelt hat in einem Leben, wie sie es heute darstellt. Nach einer Stunde Maske folgt das Shooting mit Fotograf Markus Karalus. Er wird die Aufnahmen im Anschluss jünger retuschieren und der 68-Jährigen zeigen. Kommen wir optisch ran an den jung aussehenden Star aus der Türkei? Wirkt Hannelore jetzt halb so alt? Aber das ist schon ein toller Eindruck, auch dieses bearbeitete Foto. Nur Tatsache ist, dass ich so nicht wirklich heute aussehe und mich so auch nicht sehe und empfinde. Wir wollen wissen, ob unser kleines Experiment, eine fast 70-Jährige jünger zu schummeln, funktioniert. Ich würde sagen, also über 50. Mhm. Auf jeden Fall. 48. Mhm. 60. Ja, 60? Die ist jünger. Die ist jünger. Sagen Sie mal. 40, Mitte 40. Sie? Ende 50. Tatsächlich hat es geklappt. Unsere 68-jährige Testperson wirkte nach unseren wenigen Verjüngungsbemühungen mehr als 20 Jahre jünger. Doch Berufsjugendliche möchte Hannelore Ley nicht sein. Sie steht zu ihrem Alter, anders als Sängerin Ajda Pekkan. Die möchte jetzt ihr erstes Kind bekommen mit 71 Jahren.